Einen wunderschönen Dienstagnachmittag wünsche ich euch. Hier ist eine neue Folge LS22 Riverview zusammen mit dem Daniel, Jürgen, Martin und meiner Wenigkeit. Schönen guten Tag. Hallo. Grüß euch. Ja, das Leckerli ist mir nicht bekommen gestern. Ne? Hängt noch quer im Hals. Ja, hängt noch quer im Hals. Das ist noch ein Hänger. Ja. Noch ein Hänger. Mit uns ist schon ordentlich Kirschen essen da. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das schaut schon interessant aus. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob wir unseren, beziehungsweise ob ich über meinen Geburtstag, ob wir da in den Urlaub können, ey. Wenn das so weitergeht mit den ganzen Zahlen. Ich hoffe. Mit dem Wohnwagen müsste es ja gehen eigentlich. Ich würde es hoffen. Wo wollt ihr dann hin? Wir fahren an die Ostsee. Wo? Jetzt in Osterferien ist. Oh, wie heißt es jetzt wieder? Meine Frau schläft. Sie schläft schon wieder. Mhm. Ja, lass uns mal schlafen. Mit Corona ist nicht so lustig. Das ist wahr. Wie heißt der denn? Wie heißt er denn? Fällt mir noch ein! Ja. Hat ja noch Zeit bis Ostern. Richtig. Kalifornien. Campingplatz Kalifornien. Da fahren wir Ostern hin. Okay, nett. Wo ist das? Ist in der Nähe von Kiel. An der Ostsee. Ja, hab ich doch gesagt, Mann. Ostsee, Junge. Ja. Ich habe mit der Antwort gerechnet. Achso, Ostsee, Junge. Ja. Im Sommerurlaub geht's auch wieder an die Ostsee. Aber dann noch höher. Das sagt mir was. Mit der Schwägerin. Hm. Und Kindern und. Hast du nicht gesehen? Naja. Das Drama steht mir ja am Samstag auch bevor. Echt? Ja. Also Geburtstag, nicht aus. Achso. Achso, heute Geburtstag. Alles klar. Ja. Du? Gut zu wissen. Dankeschön. Ja. Wie alt bist du denn? 45. Alter Sack. Dann weiß ich ja schon, wo ich am Samstag hinfahre. Mit dem Moped. Mit dem Moped. Also wenn bei mir nichts ausbrechen sollte, ich glaube, dann komme ich auch vorbei. Auch mit dem Moped. Ja, auch mit dem Moped. Mal ein Moped-Treffen bei Jürgen. Ja, Elefantentreffer kann man auch fahren, also von dem her. Das ist ja eh so geil, ne? Habe ich jetzt in der Familie, also bei mir hier zu Hause, ne, zwei Leute, die Corona haben. Und ich darf ganz normal weiter arbeiten gehen und hast du nicht gesehen, ne? Das ist auch so geil, ey. Jürgen, würdest du mit einem Trecker ein Stück hinterherkommen? Weil das ist ja, ne? Wäscher. Ja, warte. Das macht so einen Sinn. Ich warte. Ich gehe nirgendwo hin. Warte. Ja, wo soll ich denn hin, Junge? Nehmen Sie Standby-Position ein. Okay. Genau. Bitte halten Sie die Leine. Groß. Ah, oder so. Bitte halten Sie die Leine. Please hold the line. Für die, die kein Deutsch verstehen. Schwierig. Riddick. Lohndienstleistungsumsatz. 7552 Euros. Testosteron. Habt ihr schon irgendwas teamtechnisch geplant jetzt halt mal? Es gibt dieses Jahr? Hier auf der Karte? Nein. Sondern? Real life. Real life? Was ist das? Real life. Bürger an die Wand saufen.
Was ist denn Real Life, Junge? Kennt nicht. Kennst du nicht? Das ist nee. Da die Zeit, wenn du selbst in die Arbeit gehst. Ach du Scheiße. Wir machen als Team irgendwas zusammen, keine Ahnung. Ja, ich habe ja immer noch vor, das Treffen stattfinden zu lassen. Ne? Also das, was ja normalerweise in Hannover, in Hangover, stattfinden sollte mit uns allen, habe ich ja immer noch vor, dass das privat bei mir zu Hause stattfindet. Ich habe, bei mir hat sich so ein bisschen was geändert. Oh, bist du schwanger? Noch freilich wird ein Elefant, weißt du? Mein Trecker fährt nicht rückwärts. Doch. Also, der Jürgen hat ihn angebunden. Jo. Du Anbinder, du. Alles Anbinder. Finger. Dass nichts wegfliegt, alles Anbinder. So, was hat sich denn bedeckt? Ja, richtig. Jetzt schwätzt doch mal. Was hat sich denn geändert, Junge? Das machen wir dann, wenn die Aufnahme vorbei ist. Okay. Schade. Ich dachte, meine Millionen Zuschauer kriegen das jetzt gehört. Die wollen ja alle nur was davon abhaben. So. Er hat einen Euro-Jackpot. Ja, genau. Lotto-Jackpot hat er gewonnen. Apropos, von letzter Woche habe ich noch nicht geguckt. Ja, siehst du? Muss man mal gucken. Obwohl, die Zwangsausschüttung wurde ja ausgeschüttet. Haben ja fünf Leute haben den Jackpot gewonnen. Vorige Woche, gell? Ja, es ist eigentlich diese Woche, also letzte Woche. Vom Aufnahmezeitpunkt letzte Woche. Richtig. Echt? Ja. Tun wir gleich. 75 Millionen weg. Hätte ich auch geängert. Hälfte der Dreier. Du, davon 10 reichen. Ich war nicht dabei, weil ich hab das nicht gespielt. Doch, ich hab gespielt, aber nicht gewonnen. Ich muss immer noch arbeiten, leider. Arbeiten will ich trotzdem weiter. Nee. Jetzt ist es einfach. Da könntest du sagen, du Chef, Alter, ich bin auf dich nicht angewiesen. Wenn du mich nicht brauchst, geh ich halt. Ja, aber jetzt überleg dir mal, wenn du dann immer arbeiten gehst, wie schnell dann 10 Millionen oder was auch immer weg sein können. Ja. Schau dir den Lotto-Lothar an. Der kam auch aus Hessen, glaube ich. Der war innerhalb von 3 Jahren tot, der Hundling. Den seine Frau hat gesagt hat, leg auf die hohe Kante, mach so und so. Der hat gesagt hat, nö, ich lebe jetzt. Ja? Nach 4 Jahren. Nee, mal geht volles Risiko, geht in Baden-Baden, Casino, entweder schwarz oder rot. Ja. Ja. Sicher. Ja. 7 Millionen auf Rot, Junge. 10 Millionen auf Zero. Alles, aber das würde der Markt nicht machen. Nee. Definitiv nicht. Ich glaube, magst du einen, dass er sagen würde, ja, ein Stückchen davon schon zum Zocken nehmen. Ja, auf jeden Fall. Aber der Rest, der bleibt stehen. Ja. Eine Zahl muss immer stehen bleiben. So schätze ich Mark ein. Ja, ist auch so. Also ich bin jetzt nicht einer, der sagt, jo, so viel Geld, das muss weg. Also ich bin da eher so einer, der sagt, ich schaue eher in die Zukunft, ne? Also sprich zum Beispiel auch für meinen Sohn jetzt vorsorgen und sowas alles. Also ich bin da nicht einer, der das Geld rausschmeißt zum Fenster. Nur halt, wie gesagt, arbeiten gehen würde ich gar nicht mehr. Also das hätte sich dann auf jeden Fall erledigt. Ja, und wenn sie aus dem Fenster schmeißen, dann sagst du wann? Genau, da kommen wir vorbei, dann stehen wir unter dem Fenster. Können wir uns ja mal aufstellen. Genau. Kriegt jedes Teamtreffen. jedes Teammitglied kriegt ein Auto geschenkt von mir. Ich weiß, wo du wohnst, ja. Aber ja, wenn das Fenster stellen ist bei dir doof, weil du im... Ja, das ist schwierig, ja, wenn ich im Keller wohne. Klingt verdammt scheiße. Musste. Wenn ich im Keller wohne. Ja, auf jeden Fall, das würde ich auf jeden Fall machen, umziehen. Also da würde ich dann definitiv umziehen. Ich würde noch nicht mal bauen, würde ich noch nicht mal machen, ehrlich gesagt, weil lohnt sich sowieso nicht. Warum? Ja, Baugrundstück ist hier rar. Sehr, sehr rar. Und ich will auch, ehrlich gesagt, nicht hier weg. Wenn du 10 Mille hast und du sagst, du möchtest unbedingt dein eigenes Haus haben. Ja. Bei uns haben sich die Preise von Schnitt, sagen wir Schnitt 250.000 mit Grund, mit Haus, allem drum und dran,
aufs Doppelte angehoben. Innerhalb von 2,5 Jahren. Aber das würde ich auch schon mal so. Also wenn was frei wäre, Haus auf jeden Fall. Wenn du das Geld hast, dann schreien sie nach dir, dass du das kriegst. Also ja. Ganz ehrlich, bei 10 Bälle, da brauchst du dir keinen Kopf mehr machen. Da kriegst du selbst Grundstücke, wo du meinst, die hättest du nie gekriegt, weil die für irgendwelche, was weiß ich, andere Sachen gedacht werden. Also, dann hätte ich ja auf jeden Fall in dem Haus ein eigenes Zimmer, wo ich mich austoben könnte. Ah, der neue, wie hieß er, der von Stuttgart, wie hieß er denn? Der YouTuber und Twitcher. Keine Ahnung. Gäbe es ein eigenes Gaming-Zimmer. Das Einzige, was ich definitiv machen würde, wäre mal die Eberlein besuchen. Und sonst habe ich eigentlich noch keinen Plan. Also auch... Die Eberlein. Also... Habe ich was verpennt? Nein, Eberlein ist ein Autohaus hier bei uns. Achso. Verlage Autohaus in Kassel. Ja. Also nee, ich glaube, selbst das würde ich nicht machen. Ich würde vielleicht noch einen Zweitwagen holen, ja. Aber jetzt so ganz neues Auto, damit angeben sozusagen, nee, das würde ich nicht machen. Nee, das hat ja nichts mit angeben zu tun, aber halt einfach. Ich muss da ganz ehrlich sagen, Ferrari selber kaufen, würde ich jetzt nicht unbedingt wollen. Ich sage, da gibt es nur einen einzigen, wo ich sage, gut, aber da müssen 4 andere Autos erstmal in der Garage stehen. Plus das Motorrad. Das wäre bei mir auch, ehrlich gesagt. Also für mich gibt es nur einen einzigen Ferrari, den ich mir kaufen würde. Welcher? Das ist der F30. Den würde ich mir kaufen. Alle anderen nicht. Ich sag mal, der F40 war schon cool gewesen. Aber den kriegst du unter, ich glaube, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber unter 6-7 Mille kriegst du den immer. Ja. Den einzigen, den ich mir noch kaufen würde, wäre der 488 Spider. Der gefällt mir. Der ist oder von der Optik geil, hat so diesen Ferrari-Style, gefällt mir. Oder welcher noch wäre der Enzo. Den würde ich mir auch noch holen. Aber dann hört's echt auf. Nö. Den täte ich mal fahren, ja, aber den haben wollen, nö. Und vor allem rot. Und keine andere Farbe. Rot. Ferrari ist rot. Ferrari gehört rot. Kein Gelb, kein Schwarz, kein was weiß ich, sondern rot. Ja, aber da muss jetzt wieder anlegertechnisch denken, weil die Enzos sind alle rot und es gibt nur eine wirklich minimale Handvoll gelbe oder schwarze oder blau, ist echt ganz, ganz rar. Da musst du sowas kaufen mit. Was rar ist, ja. Was rar ist, nichts Rotes bei Ferrari, das ist Standard und hat keine Wertsteigerung irgendwann mal mehr. Und wenn du dann irgendwie so was Gelbes oder Blaues oder Schwarzes dir dann kaufst, ja, aber die sind dann echt extrem, was die dann an Wertstabilität haben und Wertsteigerung. Aber wie hieß der Ferrari? Welcher ist das, der so schweineviel Geld kostet in Anschaffung? Den gibt es noch relativ oft. Ist aber, glaube ich, aus den 60ern, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich weiß nicht, der, um die 60 Mille oder sowas kostet einer. Keine Ahnung. Die übelste Geldanlagequelle, das Ding, den schiebt jedes Jahr um einige Prozente nach oben. Da kommst du mit Bitcoin nicht hinterher, was den es nach oben schiebt. Das ist jetzt auch wieder am Abstürzen. Ja, habe ich gesehen gehabt, von 65.000 oder knapp 70.000 runter auf jetzt 35 heute. Irre. Ja, so sieht's aus. So ist es halt. Jürgen? Was? Wo bleiben Sie? Ich muss ja unten am Hof abladen. Ich warte ein bisschen länger. Ja, dann mach doch die Klammern ab und dann... Konfusiert. Was? Konfusiert? Ja, mal bestimmt konfessieren. Nein. Junge, heute ist schon Dienstag und wir haben das Feld noch nicht mehr abgeräumt. Ja? Es ist sogar schon jetzt Ende Dienstag, denn wir sind nämlich fertig. Fertig okay. Mit den Nerven. Ja, das auch. Ihr Lieben, wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da, schreibt in die Kommentare und tschüss und bye bye, bis morgen. Tschüss.
der Zeit. Ciao.